einen wunderschönen guten Tag wünsche draußen, meine Lieben. Ich bin scharf. Hallo Kühlschrank. Ich muss natürlich erst einmal checken. 7.5. ist morgen. Was wir noch alles da haben. Was wir brauchen. Skier, den Frischkäse, noch ein bisschen was haben wir da, Vanillepuddings, Gemüse, okay, ich wollte nämlich gucken, ob wir noch Frischkäse haben. Haben wir noch Tomatenmark? Ja, habe ich noch. Okay, dann kriege ich das, glaube ich, einigermaßen gut hin. Was wir einkaufen können sollen. Reis haben wir auch noch unglaublich viel. So. Dann gehe ich jetzt mal los mit Maris. Und Malu. Und los geht's. Ich habe jetzt hier leider nicht das bekommen, was ich eigentlich wollte bei DM. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich nachher nochmal losfahre. Weil ich das schon brauche, so eine Creme fürs Gesicht. Leider kein Harry Potter, aber vielleicht ein Was war denn das jetzt? Ob das war keine Figur. Aber jetzt hast du es ja einfach weggeschmissen. Ja. Ja, okay, gut, ich schmeiß das ja jetzt so oder so weg. Also das ist echt so ein Zwiespalt, diese Geschichte. Entweder, also, nee, gefällt mir gar nicht. Aber was willst du machen? Wenn es zusammengebaut ist, schmeiß ich es irgendwann weg. Schade, dass es dieses Kinder... Schade, dass es dieses Kinderjoy... Aber du wusstest doch, dass es nicht Harry Potter ist. Hä? Aber in den Eiern ist doch kein Harry Potter. Ja, aber also war dir doch klar, dass da keine Figur drin ist. Da sind aber Figuren drin, nur Skateboard-Figuren. Mama, verstehst du? Ja, aber warum hast du es denn dann geholt, wenn du doch weißt, dass es keine Harry Potter Figur ist? Erklär's mir bitte. Weil ich sehe das schon da vorne. Ja, und warum hast du es dann gekauft? Weil ich mehr habe. Ich sag dir, die müssten eigentlich diese Kinderjoy Flüssigkeit, diese Schokocreme einzeln verkaufen. Hallo. Ja, tatsächlich. Maluschi hat einfach ihre Schuhe verloren. Teufelmaus. Also ich wäre dafür, dass sie diese Flüssigkeit da, dieses Schokozeug einzeln verkaufen. Liebe Kinderteam. Nein, du kannst nicht immer alles haben. Du kannst nicht immer alles haben, Malu. Nein. Hör auf damit, nein. Nein, 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 nein. Nein. Wir haben jetzt die Schuhe einfach im... Die Schuhe einfach im Auto gelassen, nachdem wir sie irgendwie gefühlt dreimal verloren haben. Ich weiß gar nicht warum. Hallo Granny Cat, du hast Hunger, ne, mein Schatz? Du hast Hunger, mein Schatz. Geht jetzt auf Frühstück. Fehlt jetzt jeder Frühstück. Wir haben ja jetzt in 11 Minuten haben wir es 11 und dann gibt es immer Frühstück. Geh? Maris hat heute auch noch nichts gegessen, was komisch ist, weil normalerweise ist der immer alleine. Wo willst du jetzt hin, Malu? Gehst du rein? Keine Ahnung, warum hier ein Schuh und ein Dings liegt. Irgendjemand hat mir meinen Schnürsenkel geklaut. Ach, geht gar nicht sowas. Geht gar nicht so. Jetzt habe ich das Ding. Matthias hat mir hier oben vor die Tür den Einkauf gestellt. Den muss ich jetzt reintragen. Okay? Und dann einräumen. Oh, wie das hasse. Gibt nichts Schlimmeres als Einkauf verräumen. Ich habe, ja, ihr seid leider so nah dran.
Beziehungsweise der Tisch steht einfach voll dicht an mir dran. Und zwar habe ich gerade ein Paket bekommen. Beziehungsweise die Kinder. Alter, Maris. Ja. Hat nämlich keine Klamotten mehr im Schrank. Ja. Ich habe ein paar Sachen bestellt. Maris, kannst du das hier mal bitte runter machen kurz? Wir haben gestern noch eine Riesenpizza bestellt. Aber bei welchen darf ich sagen? So. Doch, darf ich eigentlich? Weil Mach mal, leg es mal bitte ganz kurz weg. Ich möchte einfach nur ganz kurz mit dir die Sachen hier einmal durchgehen. Mama. Malushi! Mama, darf ich sagen? Ja, die sind aber groß, die Hosen. Mama. Welche Größe haben wir da geholt? Aber ich darf sagen, bei welchen Kolle-Pizza. Nee, bei den Kolle-Pizza, weil es gibt ja auch noch zwei Kolle-Pizza. Komm bitte her. Also ich habe ihm so eine schwarze Joggerhose bestellt. Alles mal bitte nacheinander anziehen. Malushi, nicht dahin räumen. Oh ja, die sieht auch sehr gut aus. Eine Hose mit Tasche an der Seite. Malu, stopp. Welche soll ich denn jetzt davon anziehen? Und noch eine helle Hose. Ja. Auch mega gut aus. Mann. Was habe ich hier geholt? Einfach nur ein ganz simples... Weißes. Beiges. Ja. Hier eine richtig Mann, coole Jacke. Finger rauf. Oh, die gefällt mir richtig gut, so eine Jacke. So Knister. Ja, so Schriften drauf. Größe. Warum habe ich mich jetzt auch nur 134 geholt? Das verstehe ich nicht, warum ich das gemacht habe. Noch eine Joggerhose. Too much, but not enough. 140. Ja, wie man sieht, er hatte einen Hosenmangel. Da habe ich ihm einige Hosen bestellt. Richtig gut. Die fand ich auch richtig geilo, stylo. Aber die habe ich um 134 geholt, weil ich nicht wollte, dass er zu locker sitzt. Kann ich ihn verstellen? Auch. Erste. Mega. Ich muss ja nicht unbedingt in die Kamera zeigen, welche man passt. Nee, passt auf jeden Fall. Ja, passt. Zieh mal bitte an, möchtest du. Dann habe ich für Malu hier Bodies bestellt. Ja. Ich sehe aber schon, dass sie ein bisschen groß sind. Ach ja, stimmt, die habe ich auch exakt groß geholt, mit 86. Und welche mit kurzem Arm und langem Arm. Beides mit T-Shirt. Ja. Passt auch. Ich weiß voll, was ich bestellt habe. Ist cool. Passt. Hinstellen, hochziehen. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, ist, dass ich die hier in 134 bestellt habe, wo ich nicht verstehe, warum ich das gemacht habe. Zieh mal bitte den Pullover aus, bitte. Zieh mal bitte den Pullover aus. Nee, ich kann auch hier. Holy, zieh mal bitte den Pullover aus. Mama, ich habe mich geschnitten. Das ja, tut. Heute anscheinend schon das dritte Mal. Nee, das erste Mal. Das tut immer noch weh. Zieh mal bitte ganz kurz den Pullover aus, weil ich muss jetzt raus kurz. Was? Ich muss kurz raus. Zieh mal den Pullover aus. Malu zieht sich schon die Bodies an. Mama. Das nervt mich immer. Kannst du bitte keinen normalen... Wir müssen das immer anprobieren. Naja, wenn ich was kaufe, muss man es anprobieren. Das ist doch klar. Ja, aber kann man ja auch anprobieren, wenn man es gewaschen ist. Nee. Wenn es nicht passt, dann wäscht man es nicht, weil sonst kann man es nicht mehr zurückgeben. Doch. Dann riecht es nicht. Widersprichst du mir schon wieder? Dann riecht es nicht mal besser. Möchtest du mir schon wieder widersprechen? Nee. Ich möchte einfach... Hier, einmal anziehen, bitte. Möchtest du den Kakao haben? Kannst du dich reinsetzen. Ja, passt nicht. Kannst du sogar über den Player direkt runterladen, dann kannst du theoretisch auch, hast du jetzt hier drauf, dann auf dem Player, du kannst immer gucken. Wo? Auf dem Pad hier. Ja. Okay, passt. Zeig her. Ich mache jetzt gerade was zu essen. Ich mache so Tortellinis mit einer Zwiebel-Sahne-Soße. Das ist ganz lecker. Mit Knoblauch drin. Ja, und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich habe gerade nochmal das Ganze. Ich kann auch einfach nur die Tortellinis reichen, ohne, also
alles gut machst. Nein, Mama, ich möchte sofort essen. So. Wie viel ist denn hier die Auseinandersetzung, Maris? Sind die Tortellini schon fertig? Nein. Die werden jetzt gleich nochmal warm gemacht. Nein. Habe ich jetzt angebraten und jetzt kommt erstmal die Soße gemacht und dann geht es erstmal weiter. Hi! Was möchtest du? Mama. Zu Mama? Zu Mama? Zu Mama? Mama, ist hier noch was drin? Mama? Hm? Nein, lass es bitte da stehen. Ich hab Mami. Zum gleichen Preis wie an der Kinokasse. Wir sind wieder zu Hause. Ich will mich gerade schon abschminken. Jetzt noch mein Zeug trinken. Und dann geht's ab ins Bett. Oh, die Hose. So. Hier ist es fleißig. Was ist denn das jetzt hier für ein Bau? Ja. Hier ist es fleißig? Ja. Meinst du, eine reicht? Gehst du nochmal hoch? Also ich habe jetzt eine, vielleicht eine noch. Eine Flasche noch, wenn du... Siehst du die Tür? Nein. Beweg mal die Hand. Vielleicht darfst du nur haken? Nee. Ich hab mich gerade gewundert, weil das, der Kasten immer aufgeht dann. Zu erzählen. Ich gehe jetzt einfach nur ins Bett. Ist das gleich 23 Uhr? 23 Uhr. Was wird denn das Real? Was aus welchem Material? Das Schwein oder was ist das? Ja, weil sonst hätte ich mir vielleicht schon einen Text überlegen können. Habe ich doch hier durchgesetzt gerade. Die Geschichte.
muss ich mal überlegen, was ich da... Ich überlege mir jetzt noch ein bisschen Text schnell, damit ich das morgen früh dann gleich hochladen kann, wenn ich... Oh, was hast du vor? Stellt sich einfach hoch an mein Bein und hackt mir in die Hose, die Sau. Ja, Text überlegen und dann schnell ins Bett, weil ich muss ja schon wieder in 6 bis 7 Stunden aufstehen, also... Die Kleine sagt sich halt auch immer morgens. Yay! Lass die Party beginnen! Was? Wie wird denn morgen das Wetter? Morgen ist 16 Grad und bedeckt kein Regen. Okay. So, das ist ja von uns für euch bis morgen. Macht's so. Ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht und bis morgen. Nö, ich höre nicht auf zu filmen. Ich kann auch morgen noch ein bisschen filmen hier zu Hause, oder? Ja. Hallo ihr Lieben. Wir haben vorhin, heute früh, wieder oder noch... Ihr Spielzeug liegt hier rum. Buchhaltung gemacht. Wir haben 4 Monate jetzt, glaube ich, gemacht. Ja, weil wir sind jetzt im 5. genau. Und ab jetzt muss es auch Gesundheit, mein Hase. Gesundheit! Muss das auch immer wieder monatlich gemacht werden, weil ich wieder umgestellt worden bin, was ich auch besser finde. So habe ich nicht so viel Rücklauf. Und man hat ein bisschen mehr Druck im Nacken, ne? Druck ist eigentlich gar nicht so verkehrt in manchen Sachen. So, Marlene hat jetzt hier gerade schon einmal einen Geschirrspüler angemacht, netterweise. Wieso netterweise? Sie hat hier natürlich auch mit zu helfen. Moment, ganz kurz. Marius beschäftigt sich mit der Kleinen und so, voll gut. Aber er möchte jetzt natürlich auch raus, was ich auch verstehen kann, weil die Sonne scheint ganz dolle. Da werde ich jetzt mal gucken, was wir gleich machen. Ich möchte wieder Fahrrad fahren. Fahrrad fahren? Ja, wir müssen auch noch mal gleich gucken, ob ich sein Fahrrad Helm, das eigentliche Helm, den eigentlichen Helm. Und Mara sucht auch ihren Helm. Ist der, Mama? Wo ist der? Ja, ja, ich weiß, das müssen wir mal gleich gucken. Weißt du was, Mama? Hä? Huh? Mama? Ja? Ich muss meine Kamera aufmachen. Ich spiele gerade ein Lernspiel, wo man, ja, keine Ahnung, hier muss man, also eigentlich kein Lernspiel, nämlich zum Beispiel jetzt, da ist ein Hammer, ja? Ja. Und dann sind da oben so Bilder. Und die gehen ganz schnell wieder weg, die Tiger, aber ich muss damit den Hammer dann rausklopfen. Achso, okay. Aber das hat doch nichts mit Lernen zu tun, oder? Nee. Guck, hier stehen sogar Sachen so. Ja. Hier. Das schwerer hier. Mama, ist ein Boot schwerer oder ein Auto? Boah, es kommt drauf an, wie groß beide Teile sind, ne? Ja. Ist unterschiedlich. Ich glaube, ich werde heute Quark mit... Kartoffeln, Pellkartoffeln machen, das essen nämlich alle sehr gerne. Warte mal ganz kurz, Maras. Und wir haben auch schon beschlossen, dass Maras zum Geburtstag nächsten Monat ein neues Fahrrad bekommt, richtig? Aber soll ich mir jetzt ein T-Shirt anziehen? Du ziehst dich gleich nochmal richtig an, ja. Deine Hose habe ich heute gerade schon. Ja, Hose ist okay. Wäsche habe ich auch schon gewaschen, die muss ich gleich aufhängen. Mali hat gerade gesagt, noch, als die Weiber hier waren, ja. Was stimmt denn nicht mit dir? Ey. Kriegt man noch einen Herzinfarkt mit den Kindern, ey. Ich sag euch das. Ja, okay. Also ich mache jetzt erstmal hier Haushalt wieder. Wäsche aufhängen, Geschirrspüler ausräumen, wieder einräumen. Genau, stimmt. Ich wollte mit Maris rausgehen. Also ich weiß gar nicht. Ach, ich habe meine Uhr zum Laden angehangen. Der Tag braucht gerade schon wieder gefühlt 20 Stunden und 48 Stunden und ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Hey! Ich kaufe nehmen wir. Schön für langsam.
Langsam. Holter die Polter, Fräulein. Langsam. Langsam. Das heißt, ich kann auf jeden Fall einen kurzen Schritt anziehen. Ja. Gut. Ich mache heute Filmpause. Und morgen geht's dann wieder rund. Maris hat morgen frei, ne? Ja. So, ich würde sagen, das ist hier von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht nicht so dolle, macht nicht so viel. Ich werde mal gucken, was ich jetzt hier mache. Marlene bringt gerade die Leute zum Bahnhof. Genau, die müssen jetzt auch gleich nach Hause kommen. Ich hoffe, dass sie genau so kommt, dass der Geschirrspüler fertig ist. Wer kommt denn da? Was für ein seltenes Gesicht. Ich bin leider bei meinem Zimmer aufzuholen. Ah, das du ist hast gut. Gar nicht gesehen, wie schön das aussah. Ne? Doch, habe ich heute früh gesehen, tatsächlich. Hä, was heute morgen oben? Ja. Finde ich gut, dass du es freiwillig machst. Lass mal dein Auge drin. Gut. Ich will was essen. Ich wollte gleich Mittag machen. Oh, hast du die gekauft? Ja, gestern. Mama. Was? Gestern gekauft. Mama. Das ist das Beste, was es im Leben gibt. Mama! Ja? Du aber erst nachlaufen geht es machen. Meinst du fein? Ja, Maris, ich weiß, das ist ja nicht viel, was ich machen muss. Ich wollte bloß so den Quark machen, dass er sich schon mal zu machen kann. Ja, das das warst du. Nee, ich habe sogar hier gemalt. Quark mit Mama, Kartoffeln? Ich hab... Ganz simpel. Mama, als wenn ich einfach so mache. Ja, ich mal mal auf ihr Gedenks. Das war's jetzt. Gut, ich bringe jetzt die Kamera runter. Tschüss.